Die Lokhandballer kommen einfach nicht in Fahrt. Gegen die zweite Mannschaft des HC Elbflorenz unterlagen die Eisenbahner mit 20:26. Eine deutliche Derby-Niederlage, die aber mal so richtig wehtat. Ja, wir haben in der zweiten Halbzeit einfach das Tor nicht mehr getroffen. Wir haben nicht bis zum Schluss zu Ende gespielt, waren uns unkonzentriert im Angriff. Und das war am Ende der entscheidende Punkt. Es ist eine gehörige Portion Frust und Enttäuschung, die bei den Lokhandballern mitklingt, denn einmal mehr wurden die Schwächen offensichtlich. In der ersten Halbzeit war noch alles im Lot, keine Mannschaft konnte sich absetzen, die Protagonisten des Abends spielten sich in Erscheinung. Thorsten Toto Schneider war wie gewohnt Pirnas bester Angreifer, sein Widersacher hieß Alexander Matschos. Der Spielertrainer auf Seiten der Dresdner war ebenfalls in bester Torlaune und nach dem Spiel hochgradig zufrieden. Solche Derbys lebt man und die kenne ich schon aus meiner Zeit aus Dessau, wenn es gegen Delitz ging. Und es ist einfach nur geil, wenn man da solche Spiele mitmachen kann. Die spielentscheidenden Momente folgten in der zweiten Halbzeit. Pirnas Angriff fehlte die Durchschlagskraft, ein Dauerthema in dieser Saison. Pirna trifft zu wenig und ist für jeden Gegner ausrechenbar. Wir wussten, dass es ein, zwei Schlüsselspieler gibt, die muss man stellen. Und die haben wir gut gestellt. Das ist Toto Schneider. Wenn du ihn im Griff hast, ist schon mal viel weg. Und der Rest ist relativ einfach zu verteidigen. In den ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit traf Pirna ein einziges Mal. Über die Außen und den Kreis gelingt nahezu nichts. Es fehlt an Qualität im Pirna-Angriffsspiel. Das Team ist breit aufgestellt, doch nur wenige Spieler haben die Klasse. Wenn wir das so ganz ehrlich reden, wir haben auf der linken Seite so Thorsten, Christoph auf der Mitte und Niklas, Wala. Alle so sind 20, 21, das ist keine Ausrede. Aber wenn der Toto raus ist, du hast keine Rückgangsspieler auf der linken Seite. Das kann man nicht kompensieren. Wir wollen das haben, aber kann man nicht leisten. Und noch ein Pirna-Problem. Das Team kassiert zu viele Zeitstrafen. Speziell in der zweiten Halbzeit gegen den HC Elbflorenz spielten die Pirna häufig in Unterzahl. 3 Spieler sahen die rote Karte. Ich habe bis jetzt nie irgendwo die Schiedsrichterleistung kommentiert, aber das ist regelmäßig, dass wir auch die zweite Spiel zu Hause, dass wir ganze Zeit so mit 1 oder 2 Spielern weniger spielen. Das kann eventuell einmal passieren. Und wir haben fast die ganze zweite Halbzeit so entweder mit 1 Spieler weniger oder mit 2 Spielern weniger gespielt. Manche Sachen habe ich nicht verstanden und muss ich akzeptieren. So ist das. Die zweite Mannschaft vom HC Elbflorenz gewinnt mit 26:20. Alexander Matschos entscheidet das Duell der Tormaschinen für sich und der ESV Lok Pirna hat Klarheit. Klarheit, um was es in dieser Saison wohl geht. Ja, wir haben jetzt die letzten 3 Spiele 4 Punkte zu wenig geholt. Was jetzt die Lage ist, ist, denke ich, klar für alle. Wir stecken im Abstiegskampf mal wieder. Das Gute ist, wir sind's gewohnt. Wir können damit umgehen, denke ich. Ja, müssen wir. Nach der Derby-Niederlage bleiben die Eisenbahner auf dem drittletzten Tabellenplatz der mitteldeutschen Oberliga. Kommendes Wochenende steht das nächste emotionale Duell an. Dann geht es zu den Dachsen nach Freiberg.